Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, wie Markus Lanz Donald Trump mit Hitler verglichen hat und auch die Republikaner mit der NSDAP. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu und zu anderen Auffälligkeiten. Ron DeSantis hat hier auch seine Knie gebeugt und hier hat man große Einigkeit demonstriert. Und für uns war das sehr klar, diese Partei ist nicht mehr eine republikanische Partei, es ist die Trump-Partei und nichts anderes. So ein echter Führerkult sozusagen. J.D. Vance ist ein gutes Stichwort, Elmar, um auf Deutschland zu kommen. Was ist auffällig? Markus Lanz hat nicht gesagt, Donald Trump ist Hitler, sondern er hat es so nebenbei gesagt. Und was ist nun wirksamer? Wäre es wirksamer, wenn Markus Lanz sagt, Donald Trump ist Hitler? Oder wenn er sagt, wenn er es so beiläufig sagt, als hätte er es gar nicht gemerkt? Und selbstverständlich, das Zweite ist viel wirksamer. Weil man muss immer daran denken, wie kommt es bei den Leuten an? Wenn jetzt Markus Lanz schreit, Donald Trump ist Hitler, dann merken die Leute, Markus Lanz will eine Botschaft senden an die Leute. Also er will jetzt den Leuten klar machen, Donald Trump ist ganz böse. Sie bemerken die Absicht, weil er es in den Mittelpunkt stellt. Wenn es aber so nebenbei kommt, dann denken die Leute, es ist eine Selbstverständlichkeit für ihn. Es wirkt dann für die Leute so, als würde er gar nicht drüber nachdenken. Und das ist genau der Trick. Also der Trick ist, dass die Leute zwischen den Zeilen lesen und man genau das bedient. Und dann merken es die Leute nicht und dann funktioniert die Täuschung. Wenn die Leute denken, Markus Lanz hat gar nicht die Absicht, ihnen jetzt irgendwas zu erzählen, er merkt das ja gar nicht. Also er bemerkt es für die Leute scheinbar gar nicht. Dann kommt er glaubwürdig rüber. Und genauso arbeiten die Medien immer. Es soll immer beiläufig und vor allem die Überzeugung soll ehrlich wirken. Das ist das A und O, dass die Leute auch nicht ein Motiv bemerken. Und für die meisten Leute hat Markus Lanz ja auch kein Motiv. Warum sollte er? Er wird vom ZDF bezahlt. Und dass die großen Medien ein Informationskartell bilden und man gar nicht hochkommen kann oder man ersetzt wird, wenn man sich daran nicht beteiligt, das ist so monströs, dass sich die Leute nicht vorstellen können. Das heißt, die Leute kaufen es Markus Lanz ab. Er hat die Überzeugung, Donald Trump ist ganz böse, es ist selbstverständlich, ihn mit Hitler gleichzusetzen. Und dann denken die Leute, das ist normal, weil es für Markus Lanz selbstverständlich ist. Dann ist es für ihn normal, dann ist es für seine Umgebung normal, das heißt, es ist normal. Und es transportiert ja nicht nur Markus Lanz, sondern es transportieren alle großen Medien. Und das ist genau das Problem und das Gefährliche, was die großen Medien auch genau ausnutzen. Sie wissen, die Leute haben wenig Zeit und sie wissen, dass die Leute immer versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Also was ist für Markus Lanz normal, was ist für die großen Medien normal? Dann ist also Trump das unendlich Böse, also er ist ein Spinner, er ist irgendwie verrückt. Es ist für Markus Lanz normal, es ist für alle normal, also ist es so. Und zwar gar nicht, weil jetzt die Fakten dafür sprechen, weil das ist ja zu kompliziert, dazu hat man ja zu wenig Zeit, darüber nachzudenken, sondern denken die Leute, ja, die Journalisten, die haben sich damit viel mehr beschäftigt als ich, die wissen das schon. Ich habe jetzt die Argumente nicht genau verstanden, aber Markus Lanz ist ja überzeugt, alle sind überzeugt. Und dann weiß ich's. Also obwohl ich gar nicht die Hintergründe kenne, weiß ich's trotzdem, weil ich bin ja so schlau, ich lese ja zwischen den Zeilen, ich bemerke die ganzen Signale, die die Leute senden. Und dadurch habe ich es verstanden, wie es ist. So funktionieren die großen Medien in allen Bereichen. Genauso funktioniert es mit der AfD und es funktioniert extrem wirksam. Hinzu kommt natürlich auch, dass bewusst verschwiegen wird, getäuscht wird und die Argumente dann auch dafür sprechen, dass Trump ja ein ganz, ganz doof ist. Weil natürlich alles verschwiegen wird, was die Demokraten und Joe Biden, was ihnen ein schlechtes Licht rückt. Also das Schlechte wird bei Joe Biden verschwiegen. Und da denken die Leute, ja, dass die Demokraten, die sind normal, die sind gut und Donald Trump ist dann halt ganz böse. Sie verstehen auch nicht genau, warum, aber er ist halt einfach so doof und passt dann schon. Genauso wird auch der Bevölkerung das Kompaktverbot vermittelt. Es wird den Leuten das Cover gezeigt und sie denken dann, ja, es ist natürlich irgendwie nicht gut, aber juristisch ist es dann schon und Kompakt ist halt so rechtsextrem. Ich sehe hier die Cover, die gezeigt werden, die reißerischen Cover. Ich weiß gar nicht, was drin steht, aber das passt dann schon. Oder sie müssen auch gar nicht erst gutheißen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Trick, was viele unterschätzen. Sie finden es vielleicht schon schlecht, sie finden es eine Grenzüberschreitung. Aber wenn jetzt zum Beispiel Leute wie Hendrik M. Broder sagen, ja, das ist ja ganz, ganz schlimm, oder auch Kubicki, sie sagen, das ist ja unmöglich, dann haben sie das Gefühl, die Demokratie funktioniert, weil ja Leute gegen das Kompaktverbot sind. Also sie denken dann, ja gut, das ist ja, funktioniert ja alles, die Nancy Faeser macht irgendwas, aber die anderen sind dagegen. Die Gerichte stampfen das dann wieder ein.
möglicherweise, oder es sieht auch sehr danach aus. Also es funktioniert ja alles. Und viele denken, es ist für Nancy Faeser eine große Niederlage, wenn sie jetzt verliert. Aber das Problem ist, dass es den Medien, also das muss man auch nochmal klarstellen für diejenigen, die Kompakt nicht kennen. Also ich halte Kompakt für ein hervorragendes Magazin, die blitzsaubere Arbeit machen. Also wenn man die Artikel liest, das ist bestens recherchiert, das ist auch sehr kurz geschrieben, also viel Information in wenig Text, präzise geschrieben, das ist erstklassiger Journalismus. Und viele denken das gar nicht. Wenn sie die reißerischen Covers sehen, dann denken sie, das ist halt irgendwie so ein Geschwätz, was da drin steht. Und das finde ich so unendlich traurig. Die Medien halten jetzt ganz groß drauf. Niemand weiß, was in Kompakt drin steht. Und so ist es jetzt möglich, der Bevölkerung zu vermitteln, seht her, ja, das ist halt ein rechtsextremes Magazin, die sind völkisch und was weiß ich alles, was für ein kompletter Unsinn. Und die denken, das ist, naja, gut, das ist vielleicht nicht richtig zu verbieten, hat jetzt Nancy übertrieben, aber es ist halt nichts Gutes und ist dann nicht schlimm. Also auch wenn Nancy Faeser übers Ziel hinausgeschossen ist, ist nicht schlimm. Die anderen haben sich ja für Kompakt ausgesprochen, haben gesagt, ja, das ist der schlimmste Inhalt, der schlechteste Inhalt. Tatsächlich ist es aber so, dass Kompakt die wichtigen Informationen bringt, über die großen Medienkartelle hatte ich ein Schweigen hüllen. Also jetzt beispielsweise auch vor allen Dingen über Russland. Die ganzen wichtigen Informationen sind in Kompakt nachzulesen. Das ist natürlich der Grund, weshalb Kompakt verboten wurde. Und Kompakt ist ein erstklassiges Magazin. Also ihr könnt mir schreiben, was ihr schlecht findet, aber die Artikel, also die Informationen, es bringt einen auf, also wenn man keine Ahnung hat, bei Kompakt kann man eigentlich alles Wichtige nachlesen. Und das leistet natürlich, es gibt andere großartige alternativen Medien, aber Kompakt macht das sehr professionell und sie leisten hier einen sehr guten Job, aus meiner Sicht. Umso mehr müsste man meiner Meinung nach aber auf Überschriften verzichten, die es den Medien ermöglichen, der Bevölkerung deutlich zu machen mit Einblick, ja, hier seht ihr hier die Titel. Und übrigens bei Markus Lanz, weil ich es mitbekommen habe, war das natürlich gar kein großes Thema. Und das ist natürlich das Schlimme, dass dann den Leuten das auch nicht negativ auffällt. Wobei man aber auch kritisch sagen muss. Also jetzt auch gerade beispielsweise beim Attentat, es ist auch bei den Informationen, die großen Medien gegeben haben, müssten die Leute argwöhnischer sein. Und sie müssten natürlich auch bei Trump argwöhnischer sein. Also diese Arroganz oder diese, man weiß gar nicht genau, was es ist, auf jeden Fall, dass die Leute es in dieser Art und Weise hinnehmen, nicht kritisch sind, das, ja, so kann Demokratie eigentlich nicht funktionieren. Also wenn man so wenig rational ist, wenn man immer so billig versucht, zwischen den Zeilen zu lesen und nicht mal eins und eins zusammenzählt, dann denke ich, ja, sind die Aussichten hier düster. Und das nutzen natürlich die großen Medien gnadenlos aus. Also es geht natürlich zu Lasten der Leute. Das ist immer das Gleiche. Also wie im Alltagsleben, wenn man nicht genau hinguckt, dann wird man übers Ohr gehauen. Und es geht dann natürlich, das geht auf eigene Kosten. Ja, jedenfalls auf Kosten der Allgemeinheit. Und wenn die Mehrheit das so hinnimmt, dann sind halt wir anderen die Dummen. Wir sind dann mitgefangen. Und es ist die weitaus große Mehrheit, die jetzt eigentlich nach vielen Jahren gemerkt haben müsste, dass es irgendwas nicht stimmt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.